Herzlich willkommen, liebe Leute. Seid gegrüßt. Es gibt noch mal eine weitere Folge hier von City Skylines. Denn wir haben sie jetzt isoliert. Die Bergers sind in der... Was war das? Bergers? Bergers... Grab. In der Bergers Grabstraße gefangen. Okay, nur Wotten, die sitzt noch am Steuer, aber egal, ne? Ja, wir haben es gemacht. Die waren auf einem Stück Straße. Da habe ich zwei Querstraßen gemacht, das dahinter abgerissen. Dadurch Land verschwendet natürlich. Seht ihr, klar, haben wir jetzt hier Land verloren dadurch. Wir können jetzt hier aber ein bisschen Wald aufforsten, ne? Das ist doch auch schön. Rundherum Wald aufforsten, einfach hier ordentlich schön malen. Schön ein paar Bäume hier. Da freuen sich doch nachher, die ganze Stadt freut sich darüber. Und dann sehen wir es irgendwann nicht mehr, ne? Wir könnten, ach nee, warte, wir könnten jetzt ja geschickterweise einfach eine Brücke drüber bauen, oder? Oder alles rundherum fahren, aber ich habe ein bisschen Angst, dass sie dann einfach meinen, dass sie dann wieder mitmachen dürfen. Weil das dürfen sie nämlich nicht. Aber no rest, no fun, oder? Ich speichere lieber erstmal. The Town 2.0. Ich habe eine neue Stadt vorbereitet, habt ihr im Stream nicht gesehen. Ich war jetzt kurz davor, wirklich komplett neu anzufangen. Und ja, da haben wir noch mal ein bisschen versucht hier im Livestream und sind jetzt erstmal auf diese Lösung gekommen. Die sind erstmal eingesperrt da. Und damit bin ich jetzt auch erstmal zufrieden, dass sie da eingesperrt sind. Aber ich will natürlich auch nicht ganz so viel Bauland verschwenden. Ich will aber halt nicht, dass sie connected werden, ne? Die sollen mal schön da bleiben, wo sie sind. So, dann haben wir hier ein bisschen umgebaut. Ich muss jetzt noch mal gucken. In Fußgängern habe ich jetzt hier jegliche... Was haben die denn? Kein Fußgängerzugang, genau. Ich würde sagen, ich habe den Fußgängern jetzt hier aktuell jegliche Laufmöglichkeit hier genommen. Und wir hatten vorher von der Schnellstraße hier so einen Knick rüber, der eigentlich eine ganz gute Entlastung war, weil alle die dann hier schon vorher abbiegen konnten. Dafür müssen wir aber mal gucken, ob wir die Schnellstraße jetzt hier noch ein bisschen auf der dreispurig machen können. Was ist da? Ist nicht das? Hä? Nein. Stimmt ja nicht. Es ist ja keine Autobahn, die wir da haben. Es ist diese andere Straße. Es ist diese Straße, die wir hier haben. Komische Knicke, dann lehnen sie den immer wieder weg. Das geht aber nicht, ne? Brauche ich gar nicht. Dürft ihr nicht. So, und ich habe jetzt auch auf diese Ecke heute keine Lust mehr, die Leute. Ich baue jetzt irgendwelche besonderen Gebäude noch und gut ist für heute, ne?
Ampel kann man ja ruhig erstmal machen, oder? Wo müssen wir vielleicht gar nicht. Ja, krass schwierige Geschichte. Selten nur was Nerviges erlebt, muss ich sagen, in Cities. Weder irgendwelchen Teil, ne? Die parken da noch. Können wir eigentlich hier noch rundherum noch mal bauen? Wie gesagt, verschwenden müssen wir das Gebiet gar nicht unbedingt. Haben wir die Straße dann einigermaßen da genutzt? Weiß gar nicht, dürfen wir hier? Nee, ne? Ne, das ist die Straße ist eine Schnellstraße, das darf man nicht. Ist ja auch nicht schlimm. So, was macht unsere Verkehrsgeschichte hier? Na, immer über 60%. Das ist immer noch das mit den breiten Bürgersteigen. Hier haben wir zwei Parkplätze gebaut. Ja, das soll man so, ne? Sollen wir mal irgendwas Sinnvolles machen heute oder eher nicht so? So. Also, jetzt gucken wir noch mal nach unseren 13 Forschungspunkten. Was möchte ich denn haben? Ich möchte mir mal dieses automatisierte Parkhaus vielleicht. Kohlekraftwerk, Solarkraftwerk. Solarkraftwerk ist halt auch saubere Energie, moderne Wasserpumpstation, eine hocheffiziente und leistungsstarke Wasserpumpstation für Oberflächenwasser. Guckt uns das andere wahrscheinlich aber auch nicht weg, ne? Gesundheitsforschungsinstitut versucht Möglichkeiten, wie das Leben der Bürger gesünder gestaltet werden lässt, schafft ihn durch Vorträge, bla. Das interessiert ja auch alles nicht. Industriemüllverwertung. Guten Tag. Und gewonnen, oder? Hast dich nicht verletzt? Letzter? Das ist ja unangenehm. Shelly war Bohlen. Im Betrieb sozusagen. Und letzter? Wieso weißt du nicht? Hast du nicht, nicht mit mir mitgekriegt, oder? Die letzten haben sie nicht ausgewertet. Okay. Ja. Nee, du. Das sind auch wichtig. Deswegen, große Sportparks habe ich jetzt mal freigeschaltet. Dir gerade. Nö, mal so, ne? Hat kurz davor abzubrechen, weil Familie Bergers mich terrorisiert hier. Familie Bergers ist eine Buggy-Familie im Spiel, die einfach ihr Auto irgendwo geparkt hat und es einfach stehen lässt. Und damit den Verkehr blockiert und man das Auto einfach nicht los wird, fast egal, was man macht. Und jetzt habe ich eine Straße nach mehrmaligen Versuchen kurz zum Aufgeben. Hier eine Straße, Bergers Grab. Und da steht jetzt ein Auto. Das habe ich abgegrenzt und darum neu gebaut und also richtig nervig. Das ist ein Spielbug, den man aktuell aber nicht beheben kann. Aber ansonsten steht das Auto halt irgendwo auf der Straße und blockiert natürlich dann, ne, alle anderen öffentliche. Ja, genau. Das ganze Stadtleben. Nett.
So, wieso haben wir denn hier eigentlich keinen Strom mehr? Daniel ist ein sympathischer Name, ne? So, wie viel Strom haben wir denn? Haben wir nicht mehr genug Strom? Doch, an sich haben wir genug Strom. Wir müssen hier noch Strom irgendwie hinbringen. Ja, muss man versuchen. Wir können auch eine Menge Parzellen kaufen und ich würde eigentlich schon noch mal gucken, ob wir noch so ein Geo-Dings bauen könnten. Noch eins mehr. Das mit den Geothermie-Kraftwerk. Das mit dem anderen hat sich ja erledigt, ne? Also mit dem Stausee. Stromproduktion 150. Kann bis 150, dann ist es hier doch perfekt. Wo ist der Straßenanbindung? Da, ne? Komm, wir bauen mal irgendwas heute noch. So, hier hinten ist ja die Autobahn. Dann brauche ich eigentlich nur eine Abzweigung von der Autobahn machen. Nur, ne, da geht's wieder los. Oder ich baue die Autobahn hier einfach mal weiter, dann können wir nochmal ordentlich Geld ausgeben heute. Ja, hier brauchen wir dann auch eine 30, auf 30 hoch, ne, um darüber zu kommen. Das ist eine dreispurige Schnellstraße in eine Richtung. Parallelmode. Auf 30 Meter Höhe. Oder soll ich lieber erstmal wieder die Brücke bauen? Ich mache wieder Einzelbrücken. Das lassen wir mit dem Parallelmodus. Das hatten wir beim letzten Mal nämlich auch. Das funktioniert einfach nicht gut. Mal so funktioniert es gleich wesentlich besser. Auch eine Schnäppchenbrücke. Ruhig gerade platzieren, ne? So, der geht in die Richtung und der andere geht natürlich dann in die Richtung. Platz haben wir hier so ein bisschen, dass wir die so wirklich schön parallel nebeneinander bauen können. Da habe ich schon was gelernt beim letzten Mal. Schaut euch das an. Auf 200 Meter, ne? Ja, es ist die gleiche Form wie die andere, aber es stört mich jetzt persönlich nicht so wirklich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt würde ich aber schon wieder versuchen, irgendwie parallel zu kommen. Ja, macht Sinn, ne? Das war wieder. Da wieder alles gegeben. Ich kann das eigentlich schon ein bisschen näher generell hier machen, glaube ich.
Hätte ich hier vielleicht gleich noch irgendwie sowas planen sollen. Nein, wir bauen das selber. Wenn es denn soweit ist, bauen wir das einfach selber. Holen wir jetzt einfach mal selber so eine Abfahrt. Nicht parallel. Das Gedöns hier oben noch schnell wegmachen. Gut, dann kommen wir ja von hier. Dann müssen wir dann natürlich auch wieder runter. Also wieder rauf, was auch immer. Bisschen nach, also es wird nicht ganz eine Raute werden, ne? Aber fast. Dann hätte ich genau auf die Abstände achten müssen, habe ich jetzt nicht. Geht. Das dürfte hinhauen. Gut, denn damit hätten wir das schon mal angebunden. Jetzt müssen wir mal schauen. Leitungstechnisch natürlich noch nicht, ne? Das ist nicht stark Strom. Nee, das ist hier. Nee, nee, das geht nicht. Und auch noch irgendwo das Umspannungswerk und dann die Stromleitung rüber, ne? Die Büros brauchen so viel Strom, ne? Erstmal irgendwo so ein Gerät hinstellen. Das verbinden wir aber nur mit einer kleinen Straße von hier aus. Schönes Bauland. Ich war genau da, wollte ich ganz sagen.
Es soll unter Erde scheinen. Jetzt erweitert. Nach hinten muss die Straße auch noch angebunden werden. Sackt hier nur ein bisschen weit ab, das Ganze. Wir müssen noch mal ein bisschen terraformen. Das klappt besser. So. Gleich alles upgraden hier. Was noch? So, damit dürfen wir unsere Stromproduktion wieder deutlich erhöhen, ne? Wenn das dann gleich anläuft da und auch hier produziert, sobald da Leute arbeiten. Aber es ist gleich gut angebunden. Also wüsste ich nicht, warum hier Leute nicht arbeiten wollen würden sollten. Weiß ich nicht, hier macht es eigentlich keinen Sinn. Hier wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Den Prozent Effizienz bisher noch keine Angestellte, aber ich glaube, das kommt. Gut, gut. Zumindest noch mal ein bisschen was Sinniges geschafft, ne? Noch mehr Strom. Dann kann ich beim nächsten Mal wieder beruhigt weiterspielen. Und mal schauen, also werden hier denn jetzt ja... Hier mit dieser dicken, riesigen Straße. Hier haben wir das Problem, mit Terraform ist Wasser im Weg. Gibt es den Bug denn immer noch oder ist der zumindest weggepatcht? Sollen wir das mal kurz gucken. Nur Umrisslinien anzeigen. Einrasten für alle ein- und ausschalten. Ah, nee, nee, der Bug ist noch da. Hier ist immer noch Wasser. Wisst ihr da schon vielleicht schon mehr, liebe Leute? Wie wir dieses sinnlose Oberflächenwasser loswerden? Also denkt man ja, man hat das Ganze geschafft, ne? Aber wenn wir es gleich wieder glatt ziehen. Und sind wir wieder. Ich habe auch das gleiche Problem. Ja, wir haben mehrfach das gleiche Problem. Das ist echt nervig.
So, was macht jetzt unser Verkehr? Ja, ne? Um 1-2% haben wir es vielleicht verbessert. Bin auch schon so schlimm, sieht der Verkehr eigentlich. Es sieht nicht so schlimm aus, wie es irgendwie sein soll laut Spiel. Gibt natürlich immer wieder ein paar Ecken, wo alles steht. Kann auch sein. Okay, die kommen einfach nicht raus, ne? Wegen der Ampel. Und dann halten die natürlich den ganzen Verkehr auf. Ja, ein paar mussten mitleiden, ne? Wir uns haben. Na. Oh, der Hubschrauber. Hier noch was sehen können. Ich bin ja froh, dass ich das Spiel jetzt nicht komplett an Haken legen muss sozusagen, sondern auch daran weiter bauen kann sozusagen. Also man darauf aufbauen kann. Ja, die Bodenverschmutzung. Aber geht. Was haben wir denn bei den Parks jetzt eigentlich? American Football Feld. Fußballplatz. Freibad. Ja, wir haben eine Menge Wahrzeichen, also wir können auch alles Mögliche Schönes bauen. Ich glaube, man braucht eine Stadt, wo man immer nur so, ne, so ein riesiges Autobahnnetz hat. Hier könnten wir sogar unten drunter bauen, oder? Ah, gut, da kommen uns wahrscheinlich die Schienen entgegen. Oder dass wir dann wahrscheinlich unten drunter bauen und da drüben nochmal wieder rauskommen. Um dann hier nochmal irgendwas zu bauen. Arbeiten hier immer noch keine Leute. Müsste aber gehen, ne? Natürlich auch noch hier eine Schnellstraße, die dann noch höher geht und da wieder anbaut, ne? Ja, wir kommen, gut, sind wir bei einer halben Stunde, dann soll es auch für die letzte Folge für euch gewesen sein. Genug nervenaufreibende Geschichte, 3 Folgen verschwendet mit Familie Bergers, die uns die komplette Verkehrsgeschichte hier erstmal kaputt gemacht haben, aber wir haben es jetzt auch gleich ein bisschen genutzt. Und die Schnellstraße hier ein bisschen erweitert. Aber beim nächsten Mal müssen wir gucken, dass wir, viele Leute laufen jetzt hier rüber, ne? Dass sie sonst hier noch ein Tunnelsystem kriegen, hatten wir ja auch mal alles. Ist ja auch wieder denkbar. Ja, und ich hätte schon Lust, aber das mache ich mal Blanko-mäßig wahrscheinlich, einfach mal einen Blanko-Spielstand anzulegen. Wo eigentlich fast nur noch die Industrie übrig bleibt, weil die Industrie, mit der können wir eigentlich zufrieden sein. Die läuft gut, ist eine gute Wirtschaft. Aber alles, was hier so ist, das ist ein Kraut und Rüben, ne? YouTube, was ist das denn eigentlich hier? Die Verwaltung. Und sind sie unzufrieden? Rathaus.
Aber das wäre ja zwischendurch mal interessant gewesen sogar. Weniger Kriminalität. 5% weniger Kosten für Gebäudeaufwertung. Sozialamt kann nichts weiteres. Zentralbank auch nicht. Und Verkehr. Hier hätten wir halt noch, aber es ist so, das ist Richtung Bahnhof und dieser Parkplatz hier. Der voll besuchte Warteplätze hat sozusagen. Ja, hier ist halt auch noch ein Parkplatz, ist auch voll. Ja, hier, gut, hier ist die Universität. Was, wie viele Leute hier parken? Müssen wir eigentlich gucken, ob wir da nicht noch einen gedreht reinkriegen. Oder wie viel steht da schon, wie viel das kann? Wir könnten hier aber auch Tiefgaragen bauen. Ne? Wie viel haben die noch an Kapazität, das unterirdische Parkhaus? Ich denke auch, dann kann man über zwei Tiefgaragen bauen, ne? Tourismus. Passen da rein. Gut, wenn man da drei nebeneinander baut, würde man 600 loskriegen. Guck mal, wie das wäre. Natürlich dann noch ein bisschen mehr. Klein gibt es dann aber auch nicht mehr, ne? Gut, liebe Leute, ich verfranze mich schon wieder. Macht aber so wieder wesentlich mehr Spaß, wie man merkt. Ich glaube, ihr merkt es auch, ne? Man hat wieder Spaß an der Geschichte, seitdem die Berge eingesperrt sind. Und wir werden dann mit Sicherheit beim nächsten Mal doch noch wieder weiter versuchen, noch ein paar mehr Leute von den Straßen wegzukriegen wieder hier vorne. Wie ist das hier? Könnte man eigentlich auch zwei machen, ne? Also zwei sind ja auf jeden Fall 400. Das ist immer noch besser, obwohl die wir dann mit zwei Einfahrten haben. Aber ich finde, ein Versuch ist es wert. Wir werden ja merken, ob das schlimmer wird nachher oder besser. Das ist natürlich viel zu groß. Ist also ein bisschen mit den Ein- und Ausfahrten, ne? Na gut. Liebe Leute, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Morgen Abend, Samstagabend, Zeit für Multiplayer. Und mal gucken, ne, ob wir die Stadt jetzt demnächst wieder richtig auf Bahn kriegen und noch geschickt ausbauen, irgendwo noch Land aufschütten oder noch ein paar schöne Bereiche erstellen können. Ich habe zumindest wieder so ein bisschen Hoffnung gekriegt. Das werden diese ganzen Parzellen kaufen, können auch hier ruhig das Land ein bisschen aufschütten oder eine große Brücke noch bauen und irgendwo noch ein paar neue Stadtbezirke bauen. Irgendwie so. Hier fehlt es wohl noch an allen möglichen Arbeitern, ne?
Noch gar keine angestellt. Na gut, wir haben auch Nachfrage, Nachfrage, Nachfrage. Wir brauchen ein neues Wohngebiet und so weiter. Gut, bis dann. Vielen Dank. Tschüss.